Auf jeden Fall habe ich versucht, ab dem Tag 1, nachdem ich hier Finanzsenator ge geworden bin, dieses auch ins Bewusstsein zu rücken, dass wir eben in die wachsende Stadt investieren müssen. Es fehlt eigentlich eine Wachstumsstrategie, mit der Frage verbunden, bei wie vielen Millionen landen wir eigentlich? Landen wir bei 4 oder bei 4,5? Das ist tatsächlich eine Frage, die in Berlin derzeit nicht diskutiert wird. Wir müssen davon ausgehen, dass Berlin als attraktive Metropole wachsen wird, und zwar weit über das hinaus, was wir bisher uns vorstellen können. Es ist die Hauptstadt, die wichtigste Hauptstadt Europas und völlig unterbelichtet. Wir denken viel zu provinziell. Berlin hat einen Geburtenüberschuss. Das ist etwas, was es lange auch so in den Gedanken, die wir ja alle haben, nicht gegeben hat. Das hat sich ab 2010 erst ganz leicht, aber jetzt auch doch sehr nachdrücklich entwickelt. Und das verweist darauf, dass dieses Thema, dass Berlin als Stadt wachsen wird, dass das nicht irgendwas ist, was jetzt nur mal ganz kurzfristig kommt und dann schnell wieder geht, sondern da kommen verschiedene große Trends zusammen. Positiv für Berlin ist insbesondere, dass sich das Thema auch in deutlich mehr Arbeitsplätzen zeigt. Wir haben aber gut 50.000 Arbeitsplätze mehr pro Jahr. Die Einkommen, die erzielt werden über Beschäftigung, steigen deutlich. Und das heißt also im Prinzip, während noch vor 10 Jahren eine ganz große Gruppe in Berlin in den unteren Erwerbseinkommen war, ist jetzt eben eine solche große Gruppe in den mittleren. Wenn man jetzt mal schaut, wie ist die Finanzsituation in Berlin, dann ist es tatsächlich gelungen, einen grundlegenden Turnaround zu schaffen. Das ist ein großer Erfolg. Und da wir hier auf einer SPD-Veranstaltung sind, das hätte es auch ohne die SPD nicht gegeben. Und die dadurch entstehenden Spielräume dürfen aber auf der anderen Seite auch nicht zum Größenwahn verführen. Aber da das Hauptelement aus dem Thema Wachstum kommt, haben wir durchaus auch Spielräume für mehr Investitionen. Alles, was es an rechtlichen Spielräumen, die Bundesgesetze nur irgendwie zulassen, an bestandspolitischen, die versuchen wir alle zu nutzen. Milieuschutzgebiete, Abwendungsvereinbarungen, Vorkaufsrechte. Über Vorkaufsrechte wird jetzt viel diskutiert, gerade in Berlin. Zweckentfremdungsverbote, Mietpreisbremse und alles, was dazugehört. Und zum Beispiel ist es so bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, in denen wir da eine Vereinbarung getroffen haben, dass wir die Miete eben um 2% maximal im Jahr anheben und nicht um irgendwas anderes, was ja auch möglich wäre. Das hilft, glaube ich, einen wesentlichen stabilisierenden Element reinzubringen. Und wir haben eine neue Liegenschaftspolitik in Berlin entwickelt und würden gerne sehen, dass wir die auch ein bisschen in Richtung Bund exportieren. Die städtischen Bedarfe haben Vorrang. Und das führt im Prinzip dazu, dass zwischen 85 und 90% der Grundstücke, die überhaupt im Landesbesitz sind und im Bezirksbesitz eben nicht zum Verkaufen vorgesehen werden. Und von den 10%, die zum Verkaufen vorgesehen werden, sind übrigens viele, die dann eher kleine Arrondierungsflächen sind, die man irgendwo zuschlägt oder zum Beispiel für Genossenschaften vorgesehen sind, um dort Wohnungen zu bauen. Und ein Thema dafür ist, was hier in der Nähe ist, ist die Alte Münze. Das soll zu sowas wie einem Kulturschwerpunkt, aber einer durchaus, also soll man es jetzt nicht als Staatsoper vorstellen, sondern einer anderen Kultur werden, soll durchaus auch wirtschaftlich betrieben werden in diesem Zusammenhang. Aber das Land wird dort Besitzer sein und dann zum Beispiel mit langfristigen Mietverträgen arbeiten und versuchen, dadurch auch das, was Berlin spannend macht, zu unterstützen und voranzubringen. Und das Letzte, was ich jetzt als Finanzsenator vorgeschlagen habe, hat, glaube ich, meine Kollegen erstmal etwas verdutzt. Ich habe gesagt, wir werden jetzt in der Situation, in der die Stadt wächst und vielleicht auch längerfristig wächst, werden wir nicht nur das Thema des Abverkaufs ändern müssen. Das war das Thema der neuen Liegenschaftspolitik, die bereits vorher entwickelt worden ist. Ich habe gesagt, wir werden auch in selektiven Ankauf gehen müssen. Da kann man sich immer viel mehr vorstellen, wenn man viel mehr Geld hat. Wir haben jetzt gesagt, mit einem Beschluss für das Sondervermögen wachsende Stadt, wir nehmen jetzt mal, wenn wir Überschüsse haben, 150 Millionen in die Hand und fangen an, in bestimmten Themen anzukaufen. Und da gibt es auch durchaus ja prominente Beispiele. Eins ist hier nicht so weit weg, das ist das Haus der Statistik. Wenn man in den Westberliner Bereich reingeht, ist eins, was sehr umstritten ist und wo der Bund sich noch immer seinen Trennungsschmerz nicht ganz überwunden hat, dass wir das haben wollen für Wohnungsbau, ist das Dragoner Areal. Und
zum Beispiel auch um das Thema Kultur anzusprechen, das war sicherlich auch ein Signal, dass wir jetzt gesagt haben, wir kaufen das sogenannte Radialsystem. Dabei gibt es an dieser Ausrichtung von Liegenschaftspolitik wird ein konzeptioneller Konflikt, wenn man so will, zwischen der SPD und auch der CDU deutlich. Wir haben uns hier mit der CDU in Berliner Ebene immer noch halbwegs zusammengerauft. Auf der Bundesebene wird es aber sehr deutlich, dass es dort einen unterschiedlichen konzeptionellen Ansatz gibt. Wir wollen eine Liegenschaftspolitik, die eben dieses Thema soziale Infrastrukturen und insbesondere preiswerten Wohnraum massiv unterstützt. Und andere sehen dort, sagen wir mal vorsichtig, keinen Schwerpunkt, sondern halten an dem Thema fest der maximalen Verwertung von Grundstücken. Und es ist völlig klar, zurzeit, wenn man Bieterverfahren in Berlin macht, kriegt man zwar als Staat einen guten Preis dafür, aber mit Sicherheit entsteht dann da auch kein preiswerter Wohnraum. Bis 2021, das ist der nächste Planungshorizont, wo wir unsere Zahlen immer sammeln. Wir müssen 2200 Grundschulplätze schaffen. Wir müssen ungefähr genauso viele nochmal in den weiterführenden Schulen schaffen. Wir müssen 2630 Kita-Plätze bis 2021 schaffen. Wir müssen für 10.000 städtische Wohnungen beschreiben, wo das eigentlich stattfinden soll. Also wir müssen nicht bis dahin bauen, aber wir müssen bis dahin wissen, wo man die bauen kann. Wir müssen 10 Kilometer neue Straßenbahn bauen, das wollen wir, um unsere Mobilität zu verändern und zu verbessern. Wir müssen im Bezirk 16 Kilometer Fahrradschnellverbindungen schaffen. Auch das ist eine Sache, die sich der Senat mit dem Bezirk zusammen vorgenommen hat. Wir wollen unser System der Stadtteilzentren, auch das begreifen wir als Teil der sozialen Infrastruktur, ausbauen. Wir haben derzeit 23 solche Stadtteilzentren, wollen wir erweitern. 3 haben wir in der konkreten Planung, 3 weitere Standorte. Auch im Hinblick auf weitere Seniorenangebote. Seniorenangebote zu machen, ist ja im Gegensatz zu Kita und Schule kühle Aufgabe. Trotzdem wollen wir auch das nicht außer Acht lassen und nicht sagen, weil wir mit dem anderen schon genug zu tun haben, lassen wir das außer Acht. Auch das wollen wir machen. Wir müssen Bürodienstgebäude schaffen und deshalb da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an den Finanzsenator, dass es geschafft hat, dem Bund das Haus der Statistik abzukaufen, ein großes Grundstück, auf dem wir die Möglichkeit bekommen, auch ein neues Rathaus zu bauen, weil wir mit dem Standort Mitte hinter dem Kino International in einem Haus sitzen, das einem Privaten gehört, der kräftig an der Mietenschraube dreht, und um sich davon unabhängig zu machen, wollen wir ein neues Rathaus bauen, um dort Herr im eigenen Hause zu sein, was ich ganz, ganz super finde. Wenn man das alles zusammennimmt, das ist tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess, den man da fahren muss, und ich glaube, deshalb tun wir uns so schwer. Und es macht durchaus Sinn, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, gab es eigentlich vergleichbare Situationen. 1920 wurde die Einheitsgemeinde Berlin gegründet und es gab dann tatsächlich eine Phase von nur 9 Jahren bis zur Weltwirtschaftskrise von 1929, wo im Prinzip die neue Großstadt formatiert wurde, wo die BSR gegründet wurde, die BVG gegründet wurde, wo die Flughafengesellschaft gegründet wurde, wo überhaupt der Einstieg in einen quantitativ nennenswerten sozialen Wohnungsbau geschaffen wurde. All diese Dinge sind in dieser kurzen Zeit entstanden und haben Berlin geprägt. Das, was man heute unter Berlin versteht, ist in diesen 9 Jahren geprägt worden. Und es ist unglaublich, was damals geschafft worden ist mit den städtischen Verwaltungen, die offensichtlich so gut ausgerüstet waren, so gut strukturiert waren, so gut geführt wurden, dass man das alles hingekriegt haben. Dann vielleicht noch ein letzter Punkt auch nochmal zur Liegenschaftspolitik. Auch da ist nochmal interessant der Rückblick auf die 20er Jahre. Da ist nämlich Berlin sehr offensiv in die Liegenschaftspolitik gegangen. Es gibt eine beeindruckende Übersichtskarte, was in diesen 9 Jahren angekauft worden ist an großen Flächen im Berlin, im Raum von Berlin und darüber hinaus. Also sowas geht, und ich finde es sehr gut, dass man auch diesen Weg wieder geht. Auch wir haben ein erstes größeres Projekt, wo wir dem Evangelischen Friedhofsverband eine große Friedhofsfläche abkaufen wollen, im Wesentlichen mit einer Wohnungsbaugesellschaft und einer Genossenschaft. Da können wir 440 Wohnungen bauen. Wir können einen neuen Park aus diesem Friedhof quasi öffentlich widmen und also auch den Bestand der öffentlichen Grünanlagen erweitern, und wir können auch noch einen großen Standort für soziale Infrastruktur für die Zukunft sichern.
Und es könnte sein, dass es nicht der letzte Friedhof ist, den wir ankaufen können. Und deshalb macht diese neue Liegenschaftspolitik absolut Sinn. Und auch hier nochmal Dank an den Finanzsenator, der das natürlich weiß, dass wir das vorhaben und der mit seiner Mannschaft schon gesagt hat, macht das, wir unterstützen euch dabei. Ich denke, da war der Punkt 1920 gar nicht falsch, weil unsere Urgroßväter sehr groß gedacht haben, viel groß, größer als wir es im Moment uns vielleicht erlauben. Ich erkenne in Berlin keine richtige Wachstumsstrategie. Ich erkenne eher eine Wachstumsverhinderungsstrategie. Wir haben nach der Wende, Hans Stimmern hat das mir dann gesagt, nach der Wende mit 5 Millionen gedacht, da war das alles Quatsch, das war viel zu hoch gedacht. Aber ich denke, wir müssten mindestens mit 4,5 im Moment arbeiten und nicht mit solchen Szenarien, wie die zugrunde gelegt werden, im Städt wohnen. Dann wird es nämlich vorne und hinten die Zukunft nicht reichen. Denn das Wachstum zu verhindern, ist keine Strategie. Und das ist das Problem. Wir können ja nicht in Berlin eine Zuzugssperre wie nach dem Krieg installieren. Die Städte in Zukunft werden doch anders wachsen als die Städte in der Vergangenheit. Das fängt bei der Mobilität an, das geht über die Bildung, über alle möglichen anderen Bereiche hinein. Das heißt, wir müssen auch das Wachstum ganz anders denken. Das neue Wachstum ist nicht einfach die Fortsetzung der Moderne. Das ist es nicht. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt, wir müssen uns global und lokal ganz anders aufstellen. Wir müssen die Stadt völlig anders denken. Wir müssen auch Bereiche herausnehmen können, die keinem Verwertungszwang unterworfen werden. Die europäischen Städte sind ja zum großen Teil so attraktiv, weil nicht jeder Fleck diesem Verwertungszwang anheimgegeben wurde. Das ist ganz wichtig zu wissen und das muss man auch bewahren. Da kann man auch darüber diskutieren, welche Kleingärten als Gärten der Zukunft erhalten werden können und welche eventuell doch wegen dem U-Bahn-Anschluss, der direkt daneben liegt, eventuell aufgegeben werden müssen. Aber es geht einfach nicht, dass wir das Wachstumsmodell der Vergangenheit hochrechnen, den Zeitfall nach vorne schießen und dann allen Leuten Angst machen. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass alle denken, es gibt nur ein Verliererszenario. Es gibt viele Verlierer. Und die Verlierer mobilisieren. Das Verliererszenario muss umgedreht werden. Das heißt, wir müssen dazu kommen, auch das zukünftige Wachstum als eine Win-Win-Situation darstellen zu können. Und das ist im Moment die große Schwierigkeit, weil die Politik das nicht macht. Und weil es viele Defizite gibt. Und Ephraim hat das vorhin gesagt, auch unser Senator weiß das auch, dass eigentlich im Moment die institutionelle Abarbeitung von den Projekten der Zukunft nicht richtig funktioniert, weil die Institutionen, mit denen wir arbeiten, aus der alten Industriegesellschaft stammen. Die sind wohl ganz anders, bis die sich umorganisiert haben, dauert. Das dauert sehr lange. Und in diese Krise sind wir, weil alles nicht mehr aufeinander passt. Es gibt Flächen genügend, aber mit welchem Szenario wollen wir in Zukunft arbeiten? Das ist die Grundsatzfrage. Und da denke ich, da hängt auch viel zusammen mit, was die Stadt der Zukunft aufmacht. Das sind die kurzen Wege zwischen Wohnen und Arbeiten. Das ist die Stadtkultur insgesamt, die ein Stück der Toleranz, Talente, Technologie zusammenfasst. Es ist die Mobilität, die ganz neu gedacht wird. Und es ist die Demografie, wie die Demografie, also auch Einwanderung, wie da der Raum geteilt wird dafür. Und daran müssten wir arbeiten. Das ist auch unter anderem eine Frage, was die städtischen Wohnungsbaugesellschaften machen. Und dann reicht es einfach nicht zu sagen, bezahlbares Wohnen, basta. Bezahlbares Wohnen wird uns auf die Füße fallen, wenn wir das nur als solche quantitative Aufgabe sehen, sondern wir müssen das als Bildung von Communities begreifen. Und das muss ganz anders organisiert werden. Und da kann es nicht sein, dass da irgendein Ghetto mit 6,50 Euro wieder errichtet wird, und wo anderen 14 Euro gezahlt werden sollen. Und das soll der Investor dann alles noch selbst ausgleichen, womöglich. Das wird nicht gehen. Der Bezirk Mitte ist um 50.000 Menschen in den letzten 7 Jahren gewachsen. Davon 20.000 im Altbezirk Wedding, wo wir bisher eigentlich fast noch überhaupt keine neue Wohnung gebaut haben. Ja?
Und auch da ist es wieder interessant, in die 20er Jahre reinzuschauen. Da hat man sich Szenarien ausgedacht. Da wurde gesagt, bei dem Wettbewerb für Groß-Berlin 1910, wir planen eine 8-Millionen-Stadt. Wenn wir jetzt grundlegend zum Beispiel unser Schnellbahnsystem aus dem Zentrum ins Umland, wenn wir das jetzt ertüchtigen, dann reicht es nicht nur auf die nächsten 10 Jahre zu gucken, was brauchen wir da, sondern wenn man so eine Infrastruktur anfasst, dann muss man eigentlich auch mindestens eine 50-Jahres-Perspektive sich überlegen und dann braucht man auch Szenarien, die mit 6 Millionen oder mit 8 Millionen rechnen. Natürlich Brandenburg mit eingeschlossen oder das Berliner Umland mit eingeschlossen. Berlin fing an zu wachsen, und zwar deutlich zu wachsen, lange bevor es das Flüchtlingsthema gab. Also wir hatten schon dieses Wachstum mit 35.000 bis 40.000 Einwohnern pro Jahr, bevor es die Flüchtlinge gab. Ich glaube auch, dass es gut ist, durchaus langfristige Pläne zu machen und langfristige Visionen zu entwickeln. Ich glaube aber, dass die Situation die ist, dass es nach wie vor wir viel zu viel das Thema haben, dass das doch bitte schön nur vorübergehend sein möge und man sich dann wieder in diesen Mainstream der 40 Jahre Diskussion, eigentlich sind wir in einem Schrumpfungsszenario, weil Deutschland so überaltert und was weiß ich was. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, Leute, das stimmt nicht. In Deutschland, also in Berlin, werden mehr Kinder geboren, als alte Menschen sterben. Und das ist eben, das hat sich grundlegend geändert. Man kann ja mal ganz paar Implikationen benennen. Zum Beispiel, dass jeder ein Auto hat in der Stadt, ist Vergangenheit. Also das heißt, eine Mobilitätskarte für alle. Wir haben ja durch Arm und Sexy viele junge Leute hierher geholt. Also der Spruch hat gewirkt in der ganzen Welt. Das heißt, die jungen Leute, die hierher gekommen sind und hier was angefangen haben mit internationalem Background aufzubauen, die sind das eigentliche Potenzial Berlins und das vernachlässigen wir zum Teil, weil wir für die nicht mehr Wohnungen herstellen. Die sollen dann auf 8 Quadratmeter jetzt zusammenrücken. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das heißt, für diese Leute, für die, die hierher gekommen sind mit diesen Erwartungen und auch mit dem Know-how, das ist unser Rohstoff der Zukunft. Mit denen müssen wir die Stadt der Zukunft hier aufbauen. Bauen können wir doch ruckzuck. Das Problem ist ja nicht, ein Haus steht in 18 Monaten fertig, manche sogar in 12. Im Prinzip ist das keine technische Frage, ist auch keine finanztechnische Frage eigentlich. Das ist ein Skandal, dass eine der reichsten Länder der Welt nicht genügend Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Der Wettbewerb für Groß-Berlin 1910 war eine zivilgesellschaftliche Initiative, initiiert vom Architekten- und Ingenieurverein. Und der hat sich ja nun vorgenommen, hat auch einen Lottomittelantrag erfolgreich eingereicht für das Jahr 2020, wo sich dieses Geburtsdatum zum 100. Mal jährt, einen solchen Wettbewerb wieder auszuloben und da Brandenburg auch mit einzubeziehen, unseren berühmten Siedlungsstern, den wir in das Berliner Umland ausgebildet haben, dort in den Fokus zu nehmen und zu gucken, was könnte man daraus eigentlich für eine Metropole der Zukunft entwickeln. Wir haben vielleicht auch zu lange Planungsverfahren, sind aber viele daran interessiert, sie eher ja länger zu machen. Also ich habe manchmal Diskussionen mit meiner Kollegin Stadtentwicklungssenatorin, wo ich das Gefühl habe, sie will sie immer noch länger machen und ich werbe dann immer eher dafür, sie kürzer zu machen. Aber also im Prinzip ist es so, wenn zum Beispiel eine Planung gemacht werden muss, also im Sinne von einem Bebauungsplan oder sowas, muss man dafür eben was weiß ich was 2 Jahre veranschlagen. Und dann ist es eben so, dann braucht man für den Verabschiedungsprozess ein weiteres Jahr, das sind 3 Jahre rum. Und dann ist es eben so, dann muss man ja noch ein konkretes Bauvorhaben planen, also muss man Architekten beauftragen und so weiter. Dann brauchen sie dafür eine Baugenehmigung. Ne? So. Und wenn man dann anfängt zu bauen, ist man gar nicht mehr so schrecklich weit weg von diesen 6 Jahren. Trotz allem müssen wir das schneller hinbekommen. Also deswegen ist es so, also das war jetzt gut, dass wir von 7 auf 6 Jahre verkürzt haben, aber das reicht nicht aus. Also wenn wir groß denken wollen, müssen wir Planungsverfahren haben, die deutlich unter diesen 6 Jahren bleiben. Ich bin der Überzeugung, dass gerade eine zukünftige städtische Gesellschaft, dass die mehr Bereiche braucht
von etwas, was durchaus wirtschaftlich läuft, aber sich nicht an einer Maximalverwertung orientiert. Ich schlage ein konkretes Projekt vor, nämlich, dass man sagt, okay, wir widmen uns wieder dem Projekt in Pankow Nord, hier ist es. Es ist nämlich schon einmal total durchbuchstabiert worden, eine Stadtentwicklung in Pankow Nord auf den Rieselfeldern. Dort können 40.000 Arbeitsplätze und 100.000 Einwohner untergebracht werden, ohne dass wir hier Riesenprobleme hätten, weil S-Bahn ist da, ja, S-Bahn ist schon da, die ganzen Autobahnen liegen rundherum. Die Rieselfelder gehören zu 100% der Stadt Berlin, die brauchen überhaupt nichts mehr aufzukaufen. Also damit könnte man auf einen Schlag auch die Diskussion, Vision der neuen Stadt, Vision eines neuen Wachstums auf die Schiene setzen. Es gibt ja immer Leute, die meinen, es würde eine bessere Politik rauskommen, wenn man die SPD nicht wählt, sondern wenn man die Grünen wählt oder die Linkspartei wählt. Bei dem, wofür ich ja durchaus zu haben bin, hier ein Teil dessen ist die Elisabeth Aue. Als wir über die Bildung dieser Koalition gesprochen haben, als SPD mit der Linkspartei und mit den Grünen, haben die relativ klar gesagt, wir werden mit euch unter keinen Umständen eine Koalition machen, wenn dieses Gebiet bebaut wird. So viel nur zu diesem Thema. Alles, was ich dazu beitragen kann, dafür zu sorgen, dass wir in Berlin einen anderen Weg gehen und dass wir uns vornehmen, dass wir in Berlin vielleicht auch bescheiden, aber dass man in Berlin von einem Durchschnittseinkommen eine Wohnung bezahlen kann, dafür will ich auch in Zukunft alles tun.